da kommen die schweren Spiele. Der SSC hat bisher die leichten Gegner in der Liga gehabt, jetzt aber sogar davon immer Sätze abgegeben und jetzt sogar ein ganzes Spiel. Scheint noch nicht ganz die Saison zu sein, das SSC. Nein, das ist richtig. Also bis jetzt hatte der SSC die vermeintlich leichteren Gegner aus der jetzigen Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Damen. Die nächsten Brocken kommen jetzt zum Jahresanfang. Wie gesagt, am Sonntag ist der SSC zu Dresden in Gast. Und ich weiß nicht, woran es lag. Es ist ein Grund wahrscheinlich auch, dass das Team eine Zeit länger brauchte, um sich einzuspielen, weil einige doch bei der WM in Japan sehr spät zurückgekommen sind zum Spielauftakt der Bundesliga. Und wir wollen und drücken die Daumen, dass es heute gelingt. Außer den Nummer 4, dem Milja Topic, ist der Kader an Bord. Und Tore Alexandersen hatte alle Möglichkeiten, seine Spieler mal durchzutesten, was er wohl auch teilweise getan hat. Und er wird schon wissen, welche Stammformation er aufs Feld schickt. Ja, wir schauen mal drauf, wen er da vertraut. Denise Hanke, Wendula Adlerova, Nadja Schaus, Patricia Thormann, Janine Völker und Lisa Thomsen mit auf dem Feld. Und Sinsheim mit Elena Newe, mit Sandra Ittlinger, mit Libero Dolores Köber, Lina Meyer, Anne Klevin auf dem Feld und mit der 15 Sina Konstrotz. Und damit beginnen wir mit Sonthofen mit der Angabe. Elena Newe wird das Spiel hier beginnen. Und der erste Punkt geht an Schwerin. 1-0 für den Schwerin SC. Da war, glaube ich, jemand im Netz. Hast du das gesehen? Ja, ja. Und man kann auch davon ausgehen, dass Sonthofen dir nicht mit voller Pulle spielen wird. Denn am Donnerstag steht für die Sonthoferer das nächste Highlight an. Das Spiel im Pokal-Halbfinale gegen den VfB Suhl. Und wir sind gespannt, wie sie sich hier heute verkaufen werden. Ja, erstmal die Angabe von Adlerova geht daneben, nach der Angabe auch von Adlerova. Und der Ausgleich 1-1, Sonthofen. Und Lina Meyer kommt jetzt zur Angabe. Oh, die ging natürlich voll daneben gleich, aber okay. Das Spiel ist noch jung, das wird sich noch ändern. Ja, 2-1 für den Schweriner SC nach der Angabe auf den Kopf von Sandra Ittlinger. Und Nadja Schaus mit der Angabe für den Schweriner SC. Und da den Block angeschlagen von Meyer. 2-2. Anne Kleben. Zu weit. 3-2. Ja, so ein bisschen Nervosität im Spiel. Ja, auf alle Fälle. Man merkt es denen an. Ich weiß nicht, wann die Sonthoferin angereist sind. Auch für die ist die Witterung natürlich nicht einfach gewesen. Und man muss sich erst ins Spiel finden. Das ist bei beiden Teams so. Patricia Thormann bei der Angabe. Das sah gefährlich aus. Ist mal der Block auch gut gestanden. Aus dem Mittelfeld Adlerova. Hat sie den Weg zwischen Netz und Block gefunden? Hat sie gefunden. Hat sie gut gesehen und verwandelt zum 4-2 für den SSC. Jana Gugu Lopa und Lena Meyer waren da hochgestiegen und genau da hat sie zwischendurch geschlagen. Erneut Patricia Thormann. Wieder eine gefährliche Angabe. Abgepfiffen. Ja, ein technischer Fehler wird es gewesen sein. Sei es drum, 5-2 für den Schweriner SC. Schöne Finte, gut geholt. Ins Netz gegriffen, oder? Habt ihr das richtig gesehen? Ich nehme es an, ich habe das jetzt gar nicht registriert auf die Schnelle. Ich habe den Pfiff nicht gehört. Aber der Punkt für Sonthofen, 5-3, ja. Guter Schlag von Adlerova. Und auch da wieder ins Netz gegriffen.
Nee, habe ich nicht gesehen. Also ich weiß nicht, was der Schiedsrichter jetzt entschieden hat, aber sei es wie es ist, 6:3 führt der SSC im ersten Satz. Und Janine Völke jetzt für den SSC. Mit 1,77 doch relativ klein, aber es reicht gerade so übers Netz. Ja, und eine glückliche Netzangabe gehört auch dazu. 7:3. 7:3, ja, es ist doch recht, ich finde es immer wieder faszinierend beim Volleyball, wie groß die Mädels doch sind. Ja, das ist natürlich wichtig für den Volleyballsport, dass man da sehr groß gewachsen ist. Es ist ja auch im Handball vom Vorteil, wenn man groß ist, schlank ist und natürlich die Athletik hat, um auch die Kraft umzusetzen, die man dann hat in diesen Aufschlägen, in den Blockbällen, in den Angriffen und so weiter. Also ist schon nicht vom Nachteil. Ja, und der Ball von Patricia Dormann jetzt immer aus und deshalb Punkt für Sonthofen. Sieben zu vier, denke ich. Auch wenn es aber Anzeige darf, noch anders steht. Sandra Ettlinger mit der Angabe. Und Adler Robb ans Netz. Und Ettlinger erneut mit der Angabe. Vom Block den Punkt gemacht. Super. Durch die Nummer 8, Berit Kaufeld. Ja, jetzt gibt es die technische Auszeit hier beim Stand von 8:5, auch wenn die Anzeigetafel uns noch etwas anderes sagt. Da gibt es ein paar kleine Probleme, aber Spielstand 8:5 und technische Auszeit jetzt. Und schauen wir mal, ob die beiden Trainer und Ture Alexandersson in seiner typischen Art und Weise, wie er auf seine Mannschaft einredet. Das haben wir hier schon öfter gesehen und das ist dabei ganz egal, wie steht. Hier vor uns aber, wir sehen Sonthofen, da scheint nicht so viel Unzufriedenheit mitzuschwingen, oder sehe ich das falsch? Nein, ich denke mal, wenn der Spielstand von 8:5 richtig ist, dann sind die bestimmt zufrieden, weil mit 3 Punkten hinten zur ersten technischen Auszeit, das ist schon beachtenswert, sagen wir jetzt mal so. Ne? Ja, und da haben wir jetzt auch die Bestätigung auf der Anzeigetafel, Spielstand 8:5 für den Schweriner SC. Und auch die Angabe wieder durch den Schweriner SC, durch die unnachahmliche Angabeart von Berit Kaufeld. So, und Sie hören es, liebe Zuschauer, auch die Fans sind hier voll dabei. Doch relativ gut gefüllt für die Witterungsbedingungen, die zurzeit herrschen. Und also es macht Laune hier in dieser Halle. Ja, und der Ball von Meier landet im Netz und der erneute Punkt für den Schweriner SC 9:5. So, und für die Angabe beim SSC steht bereit die Nummer 8, Berit Kaufeld. Und auch der Ball geht ins Netz von Gogolova. Ja, das ist Jana Gogolova aus dem Mittelblock. Der Sonthofen, ne? Und jetzt Auszeit genommen vom TSV Allgäu Team Sonthofen. Ja, und das, was er vorher zufrieden war vor der Auszeit, ist er unzufrieden jetzt nach der Auszeit. Sehen das jetzt auch, liebe Zuschauer, aber viel hat er da nicht so nachzujustieren. Er ist relativ schnell fertig mit seiner Ansprache. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich in so einen Trainer nicht reinversetzen. Ich bin kein Volleyballtrainer, aber ich denke mal, er wird die kurzen, richtigen Worte gefunden haben. Viel Zeit haben sie ja auch nicht. Und der eine Trainer gestikuliert mehr mit Hand und Fuß, der andere ist mehr der ruhigere Typ und vielleicht ist der Sonthofen von der letzteren Sorte. Ja, und mal auf Berit Kaufeld mit der Angabe. Und das war guter Block von Wendula Adlerova. 11:5. Obwohl der Block da gar nicht geschlossen war, so haben wir gesehen, sondern nur Adlerova stand eben zum richtigen Moment am richtigen Platz. Ja, genau. Und die Chance an der linken Seite von uns aus gesehen, also das passt schon.
Gut gesehen, über den Block rübergehoben von Adlerer war. Wieder der Block. Und wunderbar abgeschlossen durch die Nummer 10, Denise Hanke. Ja, die kurze Variante gespielt. Dann hat sie die Lücke gesehen und hat das dann gleich ausgenutzt. 12 zu 5. Und wenn wir jetzt mal rein auf den Spielstand schauen, das sieht etwas besser aus als der SSC in Aachen. Ja, auf alle Fälle. Ne? 7 plus. Sieht gut aus. Aber muss man natürlich auch sagen, so auch der Kommentar von Ture Alexandersson, dem Trainer des SSC. Und jetzt auch der Block von Nadine Schaus. Aber das wollte ich kurz zu Ende führen. Es ist doch ein Riesenunterschied, ob man in der eigenen Halle spielt oder in fremder Halle. Ja, auf alle Fälle. Das wird jede Mannschaft bestätigen können. Das ist ja nicht nur beim Volleyball so. Also die Zuschauer, die heimischen Fans im Rücken, das ist natürlich ein zusätzlicher Faktor, der einen antreibt. Und da gelingt einiges, was vielleicht sonst auswärts nicht immer gelingen würde. Ne? Und jetzt der nächste Punkt für den SSC. Ausgeschlagen durch den Block der Gäste. Spielstand 14 zu 5. Ja, Gogolova war das, die den Ball ans Ausbringt. Und Berit Kaufeld darf erneut. Ja, da steht der Block nicht, da ist nur Denise Hanke und Nadine Schaus nicht dazu gerückt. Ja, und da hat jetzt die Nummer 13, Lina Meyer, die Lücke im SSC-Feld gefunden und verkürzt auf 14 zu 6. Und Jana Gogolova jetzt auch mit der Angabe ins Netz. Und das kann ja aber schon keine Nervosität mehr sein, zumindest keine Anfangsnervosität mehr. Nee, mit Sicherheit nicht, aber dem SSC wird es egal sein. Das sind leichte Punkte, leicht geschenkte Punkte und die nutzen sie natürlich auch gern. Und ja, steht 15 zu 6. Also die Nervosität, sie müsste jetzt eigentlich gelegt sein und mal schauen. Ja, von der Papierform, von der Tabellenform, eigentlich auch eine eindeutige Angelegenheit. Für den SSC sollte es werden. Momentan sieht es danach aus. Aber wie gesagt, wir haben auch schon mal ganz andere Dinge erlebt. Und man heißt immer konzentriert bleiben, weiterspielen, die taktische Richtung des Trainers umsetzen und dann mit den Fans im Rücken sollte es schon klappen. Ja, vielleicht sollte Ture die Worte auch benutzen, weil jetzt sind wir wieder in der technischen Auszeit. Das Ass eben von Denise Hanke bei der Sprungaufgabe. Was auch eine Veränderung ist im Spiel des SSC. Bisher die Heimspiele immer damit angefangen, dass Denise Hanke die erste Angabe macht. Heute mal die letzte vor der technischen Auszeit, der zweiten technischen Auszeit. 16 zu 6. Ja, Jörg, wie würdest du das jetzt sehen? Aus Sonthofener Sicht. Satz abhaken, auf den zweiten konzentrieren? Nein, auf keinen Fall. Also für die Sonthofer geht es hier wirklich nur darum, auch Erfahrungen von einem Titelanwärter, so wie sie den SSC ja gerne in der Liga nennen wollen und tun, zu lernen, vielleicht eine Überraschung, einen Satz abzukaufen und wie auch immer. Also aufgeben darf man sich bei dem Spielstand noch lange nicht. Es sind immerhin noch 9 Punkte bis zum Satzgewinn für den SSC. Ja, der war 19 für Sonthofen, aber es ist alles möglich, auch im Volleyball. Ja, und das war jetzt mal erneut der Punkt durch die Angabe von Denise Hanke zum 17 zu 6 für den Schweriner Sportclub. Und sie hat erneut mit der Sprungaufgabe. Diesmal haben sie es besser gelöst. Das sind übrigens eine der gefürchtesten Aufschläge in der Liga von Denise Hanke. Ja, diesmal hat das nicht geklappt. Der Punkt geht an Sonthofen, 17 zu 7. Den Block angeschlagen und damit den Punkt geholt. Und das Aufgaberecht, Elena Nebe. Und da ist alles frei. So viel Platz. Das hätten die SSC-Damen gerne heute. Nutzen sie aber auch die Möglichkeiten. Ja, und das steht 18 zu 7. Also mittlerweile doch sollte Sonthofen sich darauf besinnen, auf Schadensbegrenzung und dann vielleicht in den anderen ein oder zwei Sätzen nochmal zulegen zu können. Ja, das war eben aber einfach auch eine schöne Finte. Da der Block von Schaus und Thormann geht dann ins Aus, der Punkt für Sonthofen. 18 zu 8. Es war einfach eine schöne Finte vom Schweriner SC.